Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 24. Lebensmittel. Das ist ein Bild vom Bild. Genauer ein Bildschirmfoto von einem Post, das das Spitzenrestaurant aus Kopenhagen, Noma, auf Instagram geteilt hat neulich. Ich habe es nicht abfotografiert, damit ich es hier teilen kann, sondern weil ich sofort gedacht habe, so einen Raum hätte ich auch gerne, in dem ich Blüten und Früchte, die man essen kann, zum Trocknen aufhängen kann. Ihnen dabei zusehen, wie sie das Wasser verlieren, wie sie zusammenschrumpeln, ob die Farbe nachlässt. Am liebsten würde ich den Leuten vom Noma schreiben, dass sie doch jetzt bitte nochmals ein Foto machen sollen, von diesem Pflanzenmobile, das es ja ist, damit ich sehen kann, wie ein bei perfekter Temperatur und Lufttrockenheit geschrumpelter Fenchel altert und wie er sich dabei verändert, weil ich sehen möchte, ob die Blüten und Gemüse ihre Form und Farbe dann bewahren, wie sich die Blütenblätter, die Stängel verhalten, all so etwas. Das Interessante ist ja, macht man es perfekt, dabei der Geruch und der Geschmack erhalten bleiben. Ich möchte allzu gerne genau wissen, wie. Früher, als Kind, habe ich immer Blüten und Gräser gepresst und neulich in Griechenland habe ich auch das Blütenblatt einer Bougainville aufgehoben und hinten in mein Buch, das ich gerade las, hineingelegt. Es ist getrocknet. Die Farbe hat aber ihre Leuchtkraft verloren, so wie auch früher die getrockneten Blüten und Blätter. Alleine um zu wissen, nein, zu erleben, wie das gelingt, dass die Farbe und das Leuchten der Blüten und Früchte und Gemüse erhalten bleibt, würde ich sehr gerne täglich ein Foto machen von diesem pflanzenmobile Raum. Ich würde die Temperatur messen wollen, die Luftfeuchtigkeit. Ich würde gerne in die Kunde der Haltbarmachung von essbaren Blüten eingeführt werden. Blüten dry-aged oder Fenchel dry-aged. Heißt das dann wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht. Und könnte ich mir etwas aussuchen, was ich für ein Jahr machen möchte, ohne dass es um Geld geht? Also hätte ich genug Geld, um einfach mal ein Jahr nichts zu müssen, dann würde ich wahnsinnig gerne in solchen Läden, also Restaurants wie dem Noma und René Rezepi oder im Nürnberger Etz, wo Felix Schneider streng nach Jahreszeiten arbeitet und sehr viel fermentiert wird, oder dem Ernst in Berlin, wo der kanadische Koch Dylan Watson Braun bei jedem einzelnen Produkt vom Saatgut über den Boden bis zur Ernte alles bedenkt und ihm alles abgewinnen will, was ihm eigen ist. Einfach nur an solch einem Ort hospitieren, damit ich die Natur in Form von Lebensmitteln und was man aus ihnen machen kann, wirklich verstehe. Und zwar bis ins kleinste Detail. Das wäre schön. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.